Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Jäger hier und seinem Wochenloot-Tag. Zudem werden wir noch zum anderen Char, zum Warlock wechseln und alles in einem Rutsch machen, weil sonst habe ich keine Zeit dafür, das zu zeigen. Und ja, jetzt gibt es hier wieder zweimal Spitzenloot, einmal von House Drone für Clan-EP sammeln und einmal die Quest wieder abgeschlossene Differenz. Da gibt es dann auch wieder mit Spitzenausrüstung. Aber zuerst müssen wir erstmal gucken, ob ich meine Rüstung überhaupt vollständig habe. Weil ihr wisst ja, Waffen mit der hohen Power-Level-Zahl hier rüber transferieren. 160 bin ich hier drinne, also 160, 1060 drinne. Hier fehlt mir noch eine 1060er Waffe, hier habe ich auch 1060, okay, also fehlt mir noch eine Powerwaffe, ich muss mal kurz, ach man, muss mein Handy. Na komm, so, machen wir jetzt trotzdem so, egal, ich fange jetzt die Aufnahme nicht nochmal neu an, so. Also, Destiny 2 App, ganz easy, dann Hüter wählen, dann ein Hüter wählen natürlich, wo die Waffen hinterlegt sind, das ist bei mir jetzt gerade der Warlock. Und, muss ich mal kurz rüber transferieren, so. Übertragen, Jäger. Also damit ich auch wirklich da das höchste Power-Level erreichen kann. Sonst ist es halt für die Katze. Immer die höchsten Sachen immer rüber transferieren. So, ist es irgendwie Destiny 2 gerade buggy. Läuft. So, 160. Ich dachte 160. 1060, 1060, 1060 drin. Hier auf der Seite habe ich nur einen Helm mit 1060. Der Rest und der Umhang. Also mir fehlen auch hier noch drei Sachen. Also ich könnte hier Max-Level nicht erreichen. Aber vielleicht habe ich ein bisschen Loot-Glück. Und ich kriege eventuell halt an diesem Baum halt entweder die Schuhe, Brustschutz oder die Panzerhandschuhe. Aber das werden wir gleich sehen. Dann werden wir mal eben kurz schnell rüberspringen hier zum Umformer. Weil da sind die ganzen Loot-Sachen. Und zudem werde ich noch bei Test vorbeigehen. Das mache ich aber mit dem Warlock. Da habe ich noch was kaufen für den Warlock ein Schiff, weil diese Woche hatte Tess halt gute Angebote. Geht auf jeden Fall vorbei noch, holt euch die Sachen weg. Sonst gibt es eigentlich keine großen neuen Nachrichten, eigentlich nichts Tolles. Es gibt noch ein paar Bild Order, es gibt auch schon so ein paar Tricks mit hier verfallenes Abbild und sowas alles. Aber insgesamt gibt es keine großen neuen Nachrichten, so viel ich weiß. Und sonst guckt auf jeden Fall auch definitiv bei euch bei Bungie Rewards vorbei, da gibt es Sachen umsonst, gibt es auch eine Gramm umsonst und all sowas. Nicht vergessen, geht danach vorbei und schaut da alles an. Dann natürlich bei Twitch Prime, eventuell gibt es auch noch gratis Loot, geht auch noch vorbei. Nicht vergessen, einige Sachen mitnehmen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nichts so Neues, dass es halt erwähnenswert ist, weil ich es schon tausendmal gesagt habe. So, auch wenn es vielleicht die Perks gut sind, kommt das Ding jetzt erstmal weg, ich brauche Platz, mir jetzt auch egal. Wie gesagt, ich habe den ganzen Tag gezockt, gestern auch und irgendwann hat man einfach von Destiny die Schnauze voll. So, das brauchte ich jetzt zum Beispiel nicht. Das war jetzt wieder eine 1060er Waffe, Energiewaffe. Die brauchte ich jetzt leider nicht. Ich hätte was von den drei Sachen gebrauchen müssen können, aber Pech gehabt. So, gehen wir noch kurz zu Hearthstone. Wie gesagt, es droppt jetzt alles mit 1059, die mächtige Ausrüstung, weil halt, wie gesagt, mein Cap hier jetzt bei 1059 ist. Plus 18er Bonus, bei mir plus 90er Bonus. Und bei mir gibt es sonst auch nichts Neues irgendwie, was ich machen kann. Also ich müsste, die Rumpfmende 2020 ist ja das Neueste, da müsste ich halt einige Sachen verfolgen, um die Sachen zu bekommen. Zudem natürlich noch Raids spielen, ich will den Bonus 20 erreichen, das heißt, ich muss viele Beutezüge machen, was mich natürlich auch wieder richtig abnervt, ganz ehrlich. Und ja, da müssen wir mal gucken. Aber also, insgesamt bin ich eigentlich so weit, dass ich sagen kann, ich kann jetzt eigentlich entspannt spielen, aber im Moment habe ich entspannt mal keine Zeit. Oh, endlich was Neues. Gut, sauber. Die anderen Sachen nehme ich dann im Warlock mit. So, da haben wir noch eine höhere Sache gekriegt. Das ist schon mal schick. Da brauche ich nicht nur zwei Sachen bei dem Char hier. So, beim Titan brauche ich nur noch Panzerhandschuhe. Bei diesem Char brauche ich jetzt nur noch Brustschutz und Beinschutz. Aber das werde ich jetzt nicht mehr kriegen, weil das war es jetzt mit dem Spitzenloot. Die anderen Sachen habe ich schon alle gelootet bei dem Char. Ich kann auch den Dungeon laufen etc. Aber dafür hat er keine Zeit mehr im Moment, weil ich muss dann wieder arbeiten jetzt. Und die Woche wird dann auch ein bisschen zeitlich, ein bisschen knapp alles, um ehrlich zu sein. Arbeiten, 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 ja. Ich habe zwar jetzt die letzte Woche, weil ich Urlaub hatte, schön Destiny 2 zocken können, einige Sachen auch komplett erledigen können, Eisenbanner etc. hat mich sehr weit nach vorne gebracht, aber insgesamt war das jetzt die letzten beiden Tage doch wieder zeitlich sehr, sehr kritisch, sagen wir es mal so, und das ist dann doch ein bisschen nervig. Aber jetzt nehmen wir erstmal den Loot mit. Wie gesagt, morgen habe ich keine Zeit. Morgen Abend werde ich den Weekly Reset, das Video noch machen, aber über den Tag werde ich kein Destiny 2 mehr zocken. Da habe ich einfach keine Zeit mehr für. Aber ich bin auch, wie gesagt, so weit, dass ich es einfach auch machen kann. Das ist eigentlich sehr erfreulich und entspannt auch irgendwie. Aber jetzt im Moment bin ich gerade nicht entspannt, weil ich hier zusehen muss, weil ich keine Zeit habe. So, so sieht es leider aus. Es ist halt das Leben. So, 1059, ja gut, da kann ich nochmal was infundieren. Wie gesagt, kommen wir jetzt eh alles mit 1059, aber man kann ja halt Rüstung oder so noch, wenn man die spielen möchte, infundieren, wenn man halt einige Aktivitäten betreten möchte, die halt vom Power-Level her ein bisschen hoch sind. Aber insgesamt, ja, leider kommt jetzt nichts mit 1060.
Nächste Woche werde ich dann wieder, also zum Glück gesagt, werde ich dann wieder mit dem Titan anfangen, damit ich halt probiere, da die Panzerschutz zu kriegen. Und wenn ich da alles auf 1060 habe, dann kann ich die anderen Chars weitermachen. So, wie gesagt, EP sammeln muss ich auch. Season-Rang wird auch noch fortgeführt, natürlich. Und die Punkte brauche ich halt auch. Wie gesagt, ich brauche den Bonus noch auf 20. Ich stehe auch einen Triumph. Und dann nimmt man hier erstmal alles einfach mit. So, wie die Perks sind und so, ist vielleicht ein bisschen uninteressant. Jetzt werde ich mich gleich wieder zum Warlock wechseln. Werde mal kurz gucken, die Waffen kann ich dann hier rüber transferieren. Ich glaube schon, die meisten Waffen habe ich da noch drüben. Die Perks sind es natürlich auch interessant. Wie gesagt, ich kann langsam anfangen, meine Rüstung auch zusammenzustellen, wie ich sie denn brauche, auch von den Gesamtwerten her. Das kommt aber auch immer anders nochmal alles. Das wird jetzt hier nicht gezeigt. Wie gesagt, das ist jetzt alles so viel. Wenn ihr neue Infos haben möchtet, etc., könnt ihr auch natürlich immer auf mein MMO gehen, weil die haben immer die guten Nachrichten und schreiben es sehr gut zusammen und auch sehr übersichtlich. Davon hole ich mir auch mal meine Infos, meine Community-Posts. Muss man hier einfach mal so nochmal erwähnen. Aber insgesamt sind die gut. So, das ist jetzt mein Char, wie gesagt. Leider nicht weit. Also gut, eine Sache habe ich gekriegt. Jetzt fehlen noch zwei Sachen. Und jetzt wechseln wir mal eben schnell zum Warlock. Und dort werden wir dann auch nochmal looten und schauen, dass ich da weiterkomme. Ich habe eine Sache vom Warlock rüber transferiert. Das heißt, die muss ich gleich wieder zurück transferieren, damit ich da auch überall 1060er Waffen habe. Sonst vergebe ich vielleicht wieder Power Level. Und das wäre natürlich doof. So, wie gesagt, ich bin jetzt über 1077. Mit dem Warlock bin ich noch nicht so weit. Deswegen mal gucken, was gleich passiert. Vielleicht habe ich Glück und kriege da den Loot, den ich brauche. Ich bin nämlich da überall nur auf 1058 bei den Ausrüstungsgegenständen. Weiter komme ich gerade nicht. Da komme ich halt nur mit Spitzenloot weiter. Habe schon ein paar Sachen, ein paar Aktivitäten gefahren, was Spitzenloot angeht. Aber vielleicht habe ich Glück und ich komme gleich noch auf 1059. Mal gucken. Aber der Char ist halt noch nicht so weit. Und jetzt wird hier mal eben wieder rüber transferiert, die Sachen. Und dann nachher zum Schluss gehen wir noch zu Tess. Wenn ich es nicht verpeile gleich. So, also, ich habe eine Waffe rüber transferiert, dann nehmen wir die nicht. Moment. Die Waffe rüber transferieren. So, der Warlock ist, finde ich, immer noch einer der besten im Moment hier in dieser Season, wegen der Granate und alles. Titian kommt danach, der Jäger finde ich nicht so gut. So, jetzt setzen wir kurz die höheren Sachen ein. Da ist 1060, der Bogen. Das Schwert mit 1060. So, hier auf dieser Seite kriege ich halt, also ich habe jetzt zwar nicht die höchsten Sachen eingesetzt gerade, weil ich noch nicht infundiert habe. Ich habe mir das erstmal gespart. Aber wie man sieht hier, so ist mein Char jetzt hier im Moment bei 1058. Alles andere droppt gerade nicht. Das ist mein Maximum gerade. Leider. Das heißt, ich hoffe, dass ich irgendwie jetzt noch zweimal Spitzenloot kriege, was halt meine Rüstung angeht. Und dass ich eventuell dadurch nochmal einen Punkt höher komme und dann die mächtige Ausrüstung mit 1059 daherkommt. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, ich brauche mindestens drei Sachen. Und das werde ich, glaube ich, jetzt nicht schaffen. Aber egal. Werden wir gleich sehen. Spitzenloot werde ich auf jeden Fall wieder reinfarmen. Als erstes jetzt. Aufgrund halt, dass ich halt, wie gesagt, hoffe, dass ich da noch irgendwie die Powerlevel so zusammenkratzen kann. Dass ich so hoch komme noch, dass ich jetzt hier 59er Loot kriege. Da kann man nicht wieder ein bisschen Powerleveln. Auch mit Umbralengramm kann man das ganz gut machen. So, erstmal jetzt hier den Loot einsacken hier. Wellenlänge. Ah, Schwert, scheiße. Genau das habe ich nicht gebraucht. Oh. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass Bungie die Hüter auch ganz schön verarscht. Ich habe jetzt echt viel Spielzeit reingesteckt in das Spiel hier wieder diese Woche. Und Bungie belohnt einen natürlich wieder nicht. Ich weiß auch nicht, was das soll, ob das extra gemacht ist, aber damit vergrault man Hüter, weil irgendwann auch keinen Bock mehr. Weil man rennt echt wirklich viel hinter diesen ganzen Sachen hinterher und man muss echt viel Spielzeit und viel Freizeit auch investieren, um hier die ganzen Sachen zu bekommen. Und wenn man natürlich dann den Loot nicht bekommt, den man eigentlich braucht, obwohl die es ja gesagt haben in der Vergangenheit, dass das Loot-System angepasst wurde auf, und man mehr die Sachen kriegt, die man noch nicht gekriegt hat, aber leider nein. Und jetzt hört man überall, wie sehr du. So, Klammerung 1059 leider nur, ein Helm. Okay, da habe ich eine Sache höher gekriegt, eine einzige Sache. Und der Rest halt nicht. So, warte mal, das kann man eben weg hier. So. Leider hat sich hier nichts geändert, deswegen habe ich jetzt hier wieder Pech gehabt. Aber, nun gut, ein Schwert gekriegt. Noch mit schlechten Perks drauf. Ja, jetzt kriege ich hier alles mit 1058. Ich hau die Sachen trotzdem eben raus hier. Wie gesagt, ist halt Pech. So, die ganzen Sachen brauche ich meistens auch nicht. Jetzt suchen wir kurz einen zurecht. Wie gesagt, höher komme ich nicht. Keine Chance. Weil halt eben der 1060er Loot eben als Schwert rauskam. Da habe ich halt Pech gehabt. Und sonst, ja, nächste Woche geht's weiter. Gibt es da wieder mehr Aktivitäten, die man machen kann. Und schauen, was dann noch ansteht. Also ich habe natürlich noch zu tun, jeden Char auf 1060 zu looten.
also Pinnacle Cap überall zu erreichen bei jedem Char. Das ist auch meine Aufgabe. Plus 20er Bonus der erreichen, das ist meine Aufgabe, die Triumphmantel zum Teil zu machen. Ja, und sonst, ja, mal gucken, Raids vielleicht nochmal abwarten. Mal abwarten, ich weiß es noch nicht genau. So, jetzt muss man hier mal gucken. Übrigens, Glanzstaub, ja, nicht vergessen, die wöchentlichen Beutezüge mal erledigen, das ist einmal der hier zum Beispiel, also es gibt immer zwei wöchentliche Beutezüge von Zavala, vom Lord Shax und vom Vagabunden, diese immer fertig machen, aufgrund halt, dass ihr dadurch dann halt immer 200 Glanzstaub bekommt und natürlich nicht vergessen, ja, hier die Sachen einlooten, reinlooten. Gerade ein bisschen den Faden verloren, so viel Loot, oh. Ich meine, ich kriege auch Materialien. Ist auch nicht schlecht, aber insgesamt ist es doch ein bisschen nervig ab und zu. Achso, warte mal. Ich könnte, glaube ich, noch den Rang zurücksetzen. Fällt mir gerade so ein. Machen wir auch nochmal eben. Kommt zwar auch nichts Tolles raus, kommt auch eine mächtige Ausrüstung raus, aber wir setzen mal den Rang zurück. Da könnte ich noch Spitzenausrüstung übrigens holen hier. Mache ich dann aber noch die Tage. Habe jetzt keine Lust mehr gehabt, PvP zu spielen, weil PvP geht man irgendwann einem auf den Senkel. So. Den 50er, ey. Was soll ich denn damit, ey? Alter. Ah, 1058, wie gesagt. Gibt's leider nichts Höheres. Es ist leider so. So, mal kurz gucken. Wie gesagt, Beutezüge immer machen. Ich lasse aber einige Beutezüge jetzt auf der hohen Kante hier. Ich werde nicht alle einlösen. So, natürlich die Hauptbeutezüge, die wöchentlich immer mitnehmen und immer einlösen und fertig machen, auch wenn es ein bisschen nervt. Aber es ist wichtig, weil da gibt's halt immer ordentlich EP raus. Natürlich dann am besten abgeben, wenn ihr mit einem Teammate irgendwo gejoint seid und geteilte Weisheit habt. Habe ich jetzt aber nicht. Und hier gibt es immer Glanzstaub raus aus diesen Beutezügen aus dem Wöchentlichen. Sonst ist halt eben vergebens. Es ist verloren, wenn ihr es nicht macht. Aber wie gesagt, viel Spielzeit. Es ist auch für mich eine Art Arbeit. Weil einige Sachen oder ab und zu hat man einfach auch keine Lust. Aber muss trotzdem erledigen, weil man weiß, man hat eine Timeline. Nächsten Dienstag geht es wieder neu los. Und wenn man die Sachen nicht erledigt hat, dann... A-Karte. So sieht es im Moment aus. Aber ja, ich habe auch wirklich jetzt wieder so viel gespielt, dass wir jetzt einfach nur noch abfrühstücken hier. Aber wie gesagt, man sieht, EP wird gesammelt, geht auch voran und dann, wenn der Weekly Set durch ist, dann gibt es ja auch wieder zweifach Punkte, die ersten 5 Season-Ränge, deswegen levelt man da ein bisschen schneller. Eigentlich gar nicht so schlecht. Aber insgesamt ist es ab und zu ein bisschen nervig. So, wie gesagt, die ganzen Waffen, die kann ich eigentlich alle nicht gebrauchen, die kann ich eigentlich alle direkt wegkloppen. Na gut, den vielleicht nicht. Ja, und höher komme ich leider nicht, weil, ja, Pech gehabt. Sagen wir es mal so. So, was haben wir jetzt hier? Mal kurz gucken. Ich habe jetzt hier 1.534.000 Punkte. Ich muss auf 1,9 Millionen kommen. Das werde ich aber direkt dann schaffen, wenn Rig Reset ist. Da habe ich dann direkt plus 19er Bonus. Eigentlich ganz nett. Und mal kurz gucken, wie weit die Poststelle vollgelaufen ist. Da habe ich auch noch viele Sachen drin. Aber die meisten Sachen werde ich jetzt einfach recyceln, weil ich brauche die einfach nicht. Die Exo-Engramme, die sind hier drinne, weil es sind eigentlich Waffen, die droppen, aber die konnte ich nicht öffnen, weil mein Inventar voll war. Deswegen sind die jetzt hier gelandet. Das mache ich auch immer nochmal alles separat auf. Jetzt aber erstmal nicht. Und sonst hole ich mir jetzt erstmal hier die Materialien ab. Und ja, und fundieren werde ich dann mal gucken, was ich mache, was nicht. Aber Test, geht zu Test definitiv, vergesst es nicht. Die hat diese Woche schöne Sachen dabei. Sterling, Glaube, Position ist mir... Na, brauche ich nicht, ich habe andere schöne Projektionen. Aber das Schiff hier nochmal holen hier. Grenzlose Schleuder finde ich ziemlich gut, kostet uns 2000 Glanzstaub. Den Rest seht ihr ja, was ich hier jetzt weggeholt habe. Und sonst müsst ihr halt nochmal gucken, was die Rüstung angeht. Wagemutiger irgendwas. Wo ist denn der Kram? Warum da? So sieht die Rüstung diese Season aus, so ungefähr. Aber nee, ist eine alte Rüstung, oder? Ah, sieht auch nicht gut aus, um echt zu sein. Naja, sonst habe ich halt eben gekauft. Moment, so. Einmal das Schiff habe ich gekauft, Callisto-Lanze fand ich ganz gut, Shader geschweißtes Messing habe ich schon, einige Sachen habe ich natürlich so schon bekommen gehabt, das ist jetzt nicht alles von der neuen Season, sondern auch von alten. Hier der Löwenwappenhülle ist natürlich mit führendes Licht gar nicht schlecht, 2850 Glanzstaub, wenn ihr noch keinen habt, Geist mit führendes Licht auf jeden Fall mitnehmen. Ihr braucht natürlich auch dementsprechend Glanzstaub, aber ihr wisst ja, wie man es holt über die Beutezüge. Ganz so Schleuder geholt, hier einmal Sternhülle habe ich auch schon gekriegt. Hier, verrückte Inflation, kostet 7 Mal Glanzstaub die Geste. Auch eine lustige Geste. Dann hier Friedensbringer, Ornament für Todbringer natürlich auch mitnehmen, kostet 1250 Glanzstaub. Das sieht auch nicht schlecht aus und der Rest ist ja abgehakt, was ich so schon habe. Also geht nochmal vorbei und guckt euch den Shop nochmal an und holt euch nochmal was ab. So, wir gehen jetzt mal das Schiff nochmal angucken hier. So, mal kurz nochmal anmalen. Mal gucken, was ich hier für ein Teleport-Effekt nehme.
Den? Ne, den nehme ich. Aus der Season natürlich, was soll das? So, das Ding sieht eigentlich auch ganz nice aus. Was natürlich dementsprechend auch mit einem Shader ausrüstet, ist immer Geschmackssache. Entweder nimmt man was sehr Auffälliges oder man nimmt halt was, ja, Tarnmäßiges. Das kommt man drauf an. Was man denn gerne haben möchte. Sie hat gesagt, sie wolle ihr ich nehme mal jetzt erstmal das hier. Also habe ich ihr einen Daumen nach oben oder war eben noch was Schönes? Warte mal, was war das eben? Was ist das? Nee, wo war das denn? Das sieht auch nicht schlecht aus. Ja, wie gesagt, das sieht auch nicht schlecht aus. Nehme ich das mal. Es fällt auch ein bisschen auf. So, ich gehe mal kurz in den Orbit und gucken uns das nochmal eben an. Und dann sind wir auch fertig. Ja, es war jetzt ein bisschen hektisch hier alles. War auch ein reiner Loot-Tag. Wie gesagt, neue Infos gibt es soweit nicht. Morgen kommt der Review-Set, da werde ich noch ein Video machen. Ich habe leider im Moment nicht viel Zeit. Aber ich habe trotzdem soweit ganz gut was geschafft. Wieder bin ich mit zufrieden. Das ist das Schiff. Ganz nett. Wie gesagt, finde ich auch okay. Kann man vielleicht noch anders im Shader ausrüsten. Ist vielleicht nicht ganz so top, aber insgesamt okay. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei den Triumphmomenten 2020. Lootet so viel, wie ihr könnt. Macht die Beutezüge fertig, nehmt immer was mit. Teilt die Beutezüge dann erst, oder löst die erst ein, wenn ihr mit einem Teammate unterwegs seid, geteilte Weisheit aktiv habt. Powerleveln vom Feinsten. Wie gesagt, ich hatte kein Loot-Glück. Mal wieder nicht. Bungie will es halt nicht, dass ich hier vorankomme. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke für den Support. Reingehauen und tschüss.